So, hallo Kai. Hallo Micha. So, ja, wir haben uns hier gefunden, eingefunden. Wir haben wollen mal Ideen sammeln. Ideen sammeln, genau. Ideen wir haben hier sammeln. Ein kreatives Plätzchen in Negast, unweit von unserem Büro. Und ja, als Makler Immobilien GmbH herzlich willkommen. Ziel ist, wir wollen eine ja, schöne Videosammlung machen bei YouTube, Instagram, Facebook, ja, zum Thema Immobilienvermarktung. Kai. Richtig. Wir wollen einfach mal sehen, wo sind die Interessen von euch, wo habt ihr Bedarf, was möchtet ihr gerne mal wissen, was müsst ihr wissen, vermarkte ich meine Immobilie alleine? Ja, oder nehme ich einen Makler? Oder nehme ich einen Makler? Makler ist immer schon wieder so ein Begriff, wo viele halt sagen, oh, Makler, Makler. Aber wir wollen einfach auch mal zeigen, was dahinter steht. Ganz genau. Was wir machen, was für ein Aufwand ist, eine Immobilie selber zu vermarkten. Für den einen viel, für den anderen weniger. Vor allem, was brauche ich? Was ist wichtig? Ja. Was brauche ich gesetzlich? Was brauche ich privat? Ja. Brauche ich einen Energieausweis? Ja, das ist ein gutes Thema. Energieausweis, große Stolperfalle. Viele stellen ihre Immobilie einfach so, veröffentlichen die, kennen aber nicht die neuen gesetzlichen Anforderungen. Das heißt, da sind auch teilweise Bußgelder dahinter. Da sind schöne Abmahnvereine, die dann nur drauf spekulieren und sagen, oh, da hat wieder einer. Wir wollen aber eher die Freude an der Immobilienvermarktung. Wir wollen zeigen, ja, wie man eine Immobilie schön vermarkten kann. Zum Beispiel mit Drohne, zum Beispiel mit einem 3D-Rundgang. Genau. Zum Beispiel mit schönen Fotos, schönen Exposés. Ja, mit schönen Filmen, mit schönen Videos, die dann auch bei Insta, Facebook und Co. hochgeladen werden, wo die Interessenten dann gucken können, wo sie virtuell durchs Haus laufen können, ohne vor Ort zu sein. Ja. Und das sind halt Fragen, die wir jetzt an euch stellen wollen. Was möchtet ihr gerne sehen? Was für Informationen braucht ihr? Bevor man dann halt eiskalt hinfällt und irgendjemand sich sagt, oh, guck mal, da ist wieder jemand, den können wir am Hintern packen. Der hat den Energieausweis beispielsweise vergessen bei der Veröffentlichung. Ja. Oder die Flut der Informationen, nicht Informationen, auch die Flut von Interessenten, die wir teilweise Richtig. Haben, wo wir uns vor einigen Jahren darüber gefreut hätten, oh, wir haben viele Interessenten für ein Haus, wo wir aber jetzt wirklich filtern müssen, wo wir halt über eine Software das machen, als Maklerimmobilien, wo wir halt einen Prozess dahinter haben, wo wir auch die Interessenten dann mal etwas abfragen, ob die Immobilie überhaupt passt. Ganz und genau. Damit wir nicht 100 Leute durchs Haus haben, jeder läuft durch mein Schlafzimmer, möchte ich ja auch nicht unbedingt haben. Nicht unbedingt. Und wo wir auch schauen können, welche Immobilie passt zu wem, wie wird Richtig. Sie angeboten. Also so einfach einzustellen in die Portale, meistens stellt man es auch nur in ein Portal, ohne Namen zu nennen. Ja. Aber es gibt ja noch ganz viel mehr, es gibt die ganzen anderen Kanäle und ja, je mehr Interessenten ich habe, desto größer die Auswahl. So größer die Auswahl. Das heißt nicht nur die Auswahl aus finanzieller Sicht von den Interessenten, sondern auch mal zu schauen, wen möchte ich denn in meinem Haus? Es ist in der Regel, passt es überhaupt? Passt das? Mit 5 Kindern bei 100 Quadratmetern. Ja, und oft passt die Chemie. Es ist, meistens verkauft man sein eigenes Haus. Emotionen. Da habe ich Emotionen, da habe ich selber dran gearbeitet. Ja. Heute sind wir gewesen bei jemandem, der sagt auch, ich habe das alles selber gemacht. Ich habe die Böden selber gemacht. Ich habe den ganzen Ausbau. Seine Wohnung alles hergerichtet. Selbst gemacht. Und das möchte ich nicht einfach so an Fremde geben. Er möchte es in guten Händen wissen. Genau. So und ja. Wo der Preis dann manchmal auch nach hinten rückt, sondern eher das Gefühl. Ja, das muss man abklären dann, ob es dann der Preis ist, ob es eine schnelle Vermarktung ist oder wo man halt hingeht. Ja, ganz viele Fragen, die haben wir jetzt schon aufgeworfen, aber uns interessiert was möchtet ihr wissen? Was möchtet ihr wissen? Einfach mal Stichworte in die Kommentare reinschreiben, wir machen es ja jetzt auch neu, oben oder da unten oder Richtig. Wo auch immer, Facebook, YouTube, Instagram. Einfach mal reinschreiben, was für Fragen da sind zum Thema Energieausweis, zum Thema Notartermin, wie lange dauert eine Vermarktung. Ja. Fragt uns einfach, wir werden antworten. Und machen einzelne Videos dann daraus. Genau. Und daraus soll eine Serie entstehen oder wird eine Serie entstehen. Richtig. Und vielleicht lernt man sich dann über diese Wege auch mal persönlich kennen. Richtig. Ne? Ja. Telefonnummer ist, in dem Fall unten eingeblendet von uns. Genau, E-Mail-Adresse auch. E-Mail-Adresse steht auch da unten drin. Und nehmt Kontakt auf oder aber stellt die Fragen einfach über die Social-Media-Kanäle. Ja, wir freuen uns. Genau, in diesem Sinne. Von euch zu hören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.